ja täglich auch Entwicklungen, es ist Wachstum da, die Kulturpflanzen entwickeln sich, aber auch die Ackerbegleitflora, das Unkraut, wie man so sagt, wächst. Und von daher muss man bestimmte Maßnahmen ergreifen und die muss man natürlich begucken, entscheiden und bestimmte Maßnahmen dann einleiten. Und da fahre ich jeden Morgen mit dem Fahrrad rum und ich freue mich, wenn mein Sohn mitkommt und ich erkläre ihm dann, weil ich ja nun ein bisschen Erfahrung habe, was man so machen kann.